Hallo, mein Name ist Jürgen Faug von der Firma Ahorn. Ich mache hier die Werkstattleitung und werde Ihnen kleine Änderungen an unserem neuen 690er vorstellen. Ja, der Jürgen hat sich schon perfekt präsentiert, sehr gut. Wir sind in San Gimignano. Die große Modellpräsentation wurde hier gefeiert. Heute ist der Abbautag schon, gestern war das große Finale. Wie hat es dir denn gefallen? Es war das absolute Highlight. Ja. Also das kann nicht jeder genießen. Und für uns als Camper, die Campingplätze gewohnt sind, ist das eine ganz tolle Sache, mal im Landesinneren auf so einer Finger ein Fest zu erleben, das sich gewaschen hat. Ja, also ich muss auch ein großes Kompliment an die Organisation, an alles, was uns geboten wurde. Man sieht da hinten, der Flo schwenkt gerade rüber, es wird schon abgebaut. Es waren zwei wirklich schöne Tage. Heute fällt, glaube ich, auch so ein bisschen die Last ab von allen und man ist aber auch froh, dass es vorbei ist, oder? Ja klar, irgendwann geht es wieder ins normale Berufsleben zurück. Die Arbeit ruft, die lässt nicht nach, zum Glück nicht, und dann geht es weiter. Du hast schon gesagt, du bist Werkstattleiter, wo genau? In Speyer, bei der Firma Ahorn natürlich, versteht sich. Und ich begleite die Auslieferungswerkstatt, also alles, was Neuwagen sind, gebrauchte Fahrzeuge auch, die von uns zurückgenommen werden, die wieder in die Werkstatt zurückgeführt werden, aufgepäppelt werden und stehen wieder zum Verkauf bereit. Mhm. Gut, aber jetzt gehen wir mal rüber zu einem neuen Modell, brandneu 2024er, der 690 Plus. Ich habe schon gelernt, 690 bedeutet, dass das Fahrzeug 6,90 Meter lang ist. Ist das korrekt? Genau, so ist es. Super, und wir haben schon von außen ein paar Neuerungen. Es gibt optisch ein paar Veränderungen. Ja, wir haben außenrum eine neue Folierung bekommen. Es ist eine 3D-Optik, die von Weitem besonders gut wirkt. Mhm. Und ansonsten haben wir neue Fenster bekommen. Man sieht es an den spitzen Ecken hier, die waren vorher runder. Die Fenster sind auch innen ein bisschen schöner und stabiler natürlich. Mhm. Darum geht's. Ja. Komm, wir gehen einmal rum. Wir haben hier ein weißes Fahrzeug mit so dem klassischen Ahorn Blau, Ahorn Camp Blau. Hinten hat sich nichts verändert. Ne? Ich habe schon gefragt, ihr hattet mal andere Rückleuchten. Die waren schon gegenüber dem Vorjahr, sind die gleich geblieben. Aber natürlich eine sehr, sehr moderne Optik. Vollkommen richtig. Die Rückleuchten hatten sich schon vorher verändert und hat sich nichts getan. Gut, also insgesamt eine gelungene Optik, kann ich sagen. Und ihr baut ja immer auf Renault-Chassis auf, richtig? Wir bauen schon sehr lange auf Renault-Chassis, haben da weitgehend ein Alleinstellungsmerkmal. Mhm. Der Renault lässt sich sehr weich fahren. Jeder, der ihn gefahren hat, bisher schwärmt davon. Und ich selbst fahre auch ein und finde es ganz toll, wie geschmeidig das Fahrzeug läuft. Mhm. Vielleicht kannst du uns noch so ein paar technische Details sagen in puncto PS-Zahl oder was ihr Männer wissen wollt. Ja, also Standardausführung haben wir 135 PS und es gibt dann auch für die ein bisschen größeren Fahrzeuge, der 690er geht eigentlich, der ist noch so zwischendrin, gibt es dann die 165 PS Ausführung. Das ist natürlich toll, wenn man eine Anhängerkupplung hat mit Anhänger und muss den Berg hoch. Dass man hier nicht ganz verliert, kann man Gas geben und die Sache läuft. Ja, wir haben schon vorher besprochen, man kann natürlich sein Fahrzeug auch entsprechend nachrüsten mit einer Photovoltaikanlage, ja, oder Anhängerkupplung, hast du gesagt. Ja. Was gäbe es denn da? Also, bleiben wir noch ein bisschen draußen und dann kannst du gerne ein paar Features erklären, die man nachrüsten kann, wenn man möchte. Das ist natürlich das Interessante an der Sache. Wer das erste Mal mit so einem Auto gecampt hat, wird sehr schnell merken, was der Herr Nachbar so hat, was man auch gern hätte, beziehungsweise was fehlt beim Campen. Der eine braucht eine Anhängerkupplung, können wir natürlich anbauen, weil er ein Motorrad hinterherziehen will oder sonstiges, sogar ein Boot ist möglich, ein Auto noch hinten dran, geht alles. Des Weiteren geht bei so einem 690er noch eine Rollerbühne. Aber das ist dann auch schon das längste Auto, wo sowas möglich ist, sonst wird es schwer hinten für die Hinterachse. Dann kommen wir mal zum Strom, eine ganz wichtige Geschichte. Wir wollen ja manchmal auch autark stehen irgendwo, eine Zwischenübernachtung unterwegs. So, jetzt stehe ich hier auf keinem Campingplatz, weil ich abends zu spät ankomme, habe keinen Strom.
Das heißt, keine 230 Volt meine ich natürlich. Das heißt, ich muss von meinen eigenen Batterien leben. Da ist natürlich eine zweite Batterie sinnvoll. Da können Solarzellen sinnvoll sein, 200 Watt aufs Dach. Mhm. Und die Batterien werden sich recht schnell wieder laden damit. Wir haben auch einen Ladebooster im Angebot. Mhm. Das heißt, der Ladebooster wird während der Motor läuft, also während der Fahrt, wird er schnellstens die Batterien wieder aufladen. Wenn ich also kurze Stops habe, immer wieder mal anhalte und stehe und Strom brauche von den Batterien, dass mir die nicht leer gehen. Mhm. Okay. Und das kann ich alles bei euch im Werk machen lassen oder habt ihr auch Partnerwerkstätten? Muss ich unbedingt nach Speyer kommen? Nein, Sie müssen nicht unbedingt nach Speyer kommen. Wir haben jede Menge Partner in ganz Deutschland verteilt. Renault-Händler, die für uns auch Aufträge übernehmen, selbst reparieren oder ausstatten, wie auch immer. Oder auch Dichtigkeitsprüfung übernehmen, die ja nötig ist, einmal im Jahr, um die Garantie 5 Jahre lang für den Aufbau zu behalten. Mhm. Und lauter solche Dinge. Gut, dann lass uns reingehen in das Fahrzeug. Wir haben auch schon ein paar Videos gedreht und ein paar Neuerungen schon kennengelernt. Ist neben der Optik, wie zum Beispiel die Polstergestaltung, die ist ja ganz exklusiv neu im 2024er Modell. Ne? Dieses Grau mit dem Cognac-Farben, sehr, sehr schön gelungen, oder? Wie gefällt es dir? Ist natürlich ein toller Look, mal was ganz anderes. Wie immer, Ahorn hochmodern. Auch hier das Holzdesign ist so ein bisschen wie ein moderner Webstoff, würde ich sagen. Ja. Was natürlich auch ganz toll ist jetzt diese Stauklappen hier oben, die haben einen Push-Look an der Seite, Stück drauf und sie geht nicht bis, schnellt nicht hoch bis an die Decke, dass es knallt. Und wenn sie zugemacht wird, ist sie auch fest und rappelt während der Fahrt nicht, was ja oftmals ein Problem war für viele Camper, dass das alles klappert und so weiter. Da haben viele mit Schaumstoff hinterlegt, um das wegzukriegen, ist hier alles nicht mehr nötig. Mhm. Super. Und wir haben auch indirekte Beleuchtung. Das ist auch neu und hier auch neue Leuchten. Ja, neues Leuchtendesign, ganz toll gemacht hier am Hubbett. Ja, wir haben ein Hubbett, ich meine 1,20 Meter breit. Also das ist kleiner als in Richtig. Es gibt einen Meter, es gibt 1,40 Meter breit da drüben und hier hat es nur 1,20 Meter dann. Mhm. Und, aber es ist immer wieder toll, wenn in meiner Situation jetzt zum Beispiel, ich fahre mit den Enkeln fort, die Enkel sind da oben drin, wir natürlich das bessere Bett, ganz klar. Und eine prima Nutzung mit so einem Hubbett, weil es eben tagsüber weg ist an der Decke und stört nicht mehr. Ne? Und wir haben auch trotzdem noch eine gute Stehhöhe. Wie groß bist du? Ich bin 1,75. Also ich war mal 1,83. Heute will ich es gar nicht mehr wissen. 1,80 vermute ich mal. Ja. Und es klappt immer noch. Genau, also man stößt sich nicht den Kopf. Wir haben im vorderen Bereich haben wir auch noch ein bisschen Stauraum. Ich sehe auch, da sind auch noch Polster. Also überall ist jeder Zentimeter optimal genutzt, um ja, beim Campen den größten Platz zu bieten. Ja, also Stauraum kann man gar nicht genug haben. Es gibt ja ständig Kleider zum Wechseln und jeder hat seine eigene Art, da irgendwo was abzulegen. Und möglichst so, dass während der Fahrt dem Fahrer nicht auf den Kopf fällt, wie bei mir jetzt beinahe die Bratpfanne. Hoffentlich war das keine Absicht. Man weiß es nicht. Ja. Und wir haben, was mir auch einfällt, wir haben auch eine neue Tischoptik oder auch in der Arbeitsplatte verbaut, so eine dunkle Marmoroptik, die ist auch neu in dem 20er. Marmoroptik ist auch neu, finde ich sehr toll. Alles in allem sehr gelungen vom Design innen drin. Und jetzt nochmal auf die Fenster zurückzukommen. Die Rollos hier, das ist alles ein bisschen besser noch als vorher. Stabiler mit diesem Rahmen außenrum. Es können keine Ecken mehr abfallen und solche Geschichten. Ne? Das haben sie ganz toll gemacht hier. Ja, ihr habt euch wirklich Gedanken gemacht. Und hier haben wir auch, die Vordersitze lassen sich drehen, sodass man wirklich ganz, ganz viel Platz hat, um gemeinsam zu essen oder gemeinsam ein bisschen Zeit zu verbringen. Und ja, sehr, sehr, sehr viel Platz für, oh, ich würde mal sagen, hier auf jeden Fall bis zu 3 Personen, da eine Person. Ja. Also, ja. Also, Vordersitze drehbar ist eine ganz tolle Sache, weil dieser Raum vergrößert den gesamten Raum einfach um vieles. Und wenn man dann abends
da sitzt und macht die Rückenlehne noch ein bisschen runter, Füße hoch, Fernseher da vorne, wenn es draußen regnet, aber nur, ansonsten grillen wir natürlich, ja, trinken ein Glas Rotwein, ist das eine tolle Geschichte, besser wie daheim manchmal. Ja, natürlich. Also es hat ja sein, wenn der Regen noch aufs Dach prasselt, das hat so, ja, ja, Campingromantik, ja, würde ich sagen. Ja, Campen ist inzwischen sehr wertvoll. Ja, und so wir haben auch gelernt, Campen ist eigentlich nachhaltig, ne? Weil man braucht kein Hotel, man hat seine Sachen dabei. Im Hotel müssen die Bettlaken gewaschen werden, müssen die Handtücher gewaschen werden. Dann, wenn du noch irgendwo hinfliegst, ist natürlich auch für die CO2-Bilanz nicht unbedingt das Beste. Man sagt zwar, wir haben hier ein Dieselfahrzeug, aber ich glaube, die Diesel sind mittlerweile oder heutzutage also so hochmodern, dass, ja. Rein rechnerisch sehen wir natürlich hier viel besser aus mit der CO2-Bilanz als mit dem großen Flugzeug, ganz klar. Ja. Wobei, wir sind hierher geflogen aus Frankfurt. Wir kommen ja ursprünglich aus Saarbrücken. Ja, vielleicht, wenn uns der Sven mal einen Camper zur Verfügung stellt, treten wir die Reise auch mit dem Camper an. Ja, aber ich setze mich unbedingt ein dafür. Super. So, lass uns noch ins Badezimmer, ja, gehen. Wir haben hier auch, also das ist kein 3-in-1 Bad, sondern wir haben hier separat WC-Bereich. Die Dusche ist abgetrennt. Noch mit einem Waschbecken, also auch optimal gelöst und ich würde sagen, so für den Alltag auch auf jeden Fall groß genug, ne? Ja, ja, sehr toll gelöst alles und eine feste Tür, feste Tür muss man sagen, das ist auch eine prima Geschichte und auch die Duschtür ist eine feste hinterher, wenn sie zu ist. Da ist noch ein anderes Teil hier innen angeschlagen. Und Riegel zu und fertig ist es. Ja, und auch sehr und Platz genug. Ne? Platz genug ist da. Also ich habe schon oft genug drin geduscht, wenn irgendwo auf dem Stellplatz manchmal keine Möglichkeit ist. Und dann ist man froh, wenn man so eine Dusche hat. Mhm. Und du bist auch Camper aus Leidenschaft und du hast schon gesagt, du gehst mit deinen Enkeln campen. Ja. Wie ist das dann so für dich? Ja, also für mich ist es so, dass ich mich jedes Mal wieder freue, wenn ich mit den Enkeln fort kann, mit meiner Gemahlin und vier Enkel und noch ein fünfter dazu aus der Entfernung. Das ist natürlich ganz schön Trubel, auch für mein Alter. Wir sind froh, wenn wir fortfahren und sind froh, wenn wir wieder nach Hause kommen. Und für die Kinder war es ein ganz tolles Erlebnis, was sie nie wieder vergessen werden in ihrem Leben. Da bin ich mir sicher. Ja, man hört, du bist ganz, ganz stolzer Opa. Ne? Ja, aber sehr wohl. Ja, das ist der Vorteil an Enkelkindern, die hat man, aber ja, man weiß, man wird sie auch wieder los, oder? So ist es, so ist es. Also bei Opa oder bei Oma und Opa dürfen sie immer ein bisschen mehr als daheim. Ne? Das, ja, dürfen wir uns rausnehmen. Ihr müsst euch nicht um die Erziehung kümmern, das machen die Eltern. Gut, dann gehen wir rüber zur Küche. Hier haben wir auch sehr viel Platz. Drei Kochfelder. Du als Camper würdest sagen, ja, drei Kochplatten sind schon auf jeden Fall nötig, wenn man mit den Enkelkindern unterwegs ist. Ja gut, also es gibt natürlich immer die Möglichkeit, das ist jetzt eher für schlechtere Tage hier innen drin, so würde ich gestalten kann, aber jeder machen, wie er will natürlich. Ich habe dann einen Kocher draußen noch und auf so einer kleinen Plattform habe einen Außengasanschluss, den man hier natürlich auch anbringen kann und mit einem Gasschlauch an den kleinen Kocher dran, der gleichzeitig Grill ist und dann kann man auch außen was machen, wenn es hier drin zu warm werden würde, aber drei Platten ist schon eine nette Geschichte hier, ja. Ja, kann man auf jeden Fall nutzen, dann haben wir hier auch das Waschbecken mit dem Wasserhahn versteckt. Also kann man entweder offen lassen oder, ja, schließen. Und wir haben in dem Fahrzeug auch eine richtig große Klappe. Da habe ich auch schon gelernt, die kriegt man mit einer Hand nicht auf. Man muss entweder hier in dem Bereich drücken oder am besten auch mit zwei Händen. Ja, also es funktioniert, wenn ich die richtige Stelle nehme. Ja. Und da sieht man auch gut das System, wie das funktioniert. Ja. Also wir haben, ja, hier... sagt das mal technisch. Ich würde sagen, wir haben den Knubbel, also, der hier einrastet, ja, und dann wird es quasi festgehalten. Ich würde es Kugelkopf nennen. Knubbel und, gegen Kugelkopf. Es wird, also so wie drüben bereits besprochen, wird es festgehalten und es rappelt und wackelt nicht. Das ist also eine ganz tolle Geschichte. Sehr wichtig beim Fahren, weil das kann schon mal nerven. Mhm. Ich meine, natürlich lässt sich bei so einem Fahrzeug auch
eine Luftfeder einbauen, wenn man also das Auto höher belasten will vom Gesamtgewicht her. Das Auto ist für 3,5 Tonnen ausgelegt. Mhm. Und wenn ich jetzt mehr haben will, 4 Tonnen, da brauche ich natürlich erstmal einen richtigen Führerschein dafür. Im Augenblick genau, noch, ja. Vielleicht wird es irgendwann geändert, mhm. Aber warten wir es mal ab. Und dann könnte ich ihn auflassen auf 4 Tonnen. Dazu sind Luftfedern nötig. Mit einer Luftfeder kann ich das Fahrzeug ein bisschen härter oder weicher hinten einstellen. Mhm. Und je nachdem, wenn das Fahrzeug also leer ist, lasse ich einigermaßen weich, sonst wird das hart und es rappelt und rubbelt. Und mhm. Wobei das mit diesen Schrankklappen jetzt mit dem neuen System bedeutend weniger ist. Und ansonsten, wenn ich viel Gewicht habe, mache ich eben ein bisschen Luft drauf. Ne? Und ja. Dann aber man muss auch immer gucken, ihr seid ja eher, eure Fahrzeuge sind bezahlbar, sage ich mal. Ja, ne? Also ja. Es ist kein Luxuswohnmobil, das bei, ja, was weiß ich, ja, 200.000 Euro anfängt, sondern ihr wollt auch den Leuten, die jetzt nicht so viel Geld haben, Wohnmobil ist natürlich immer eine Investition, aber ihr habt ein Top-Preis-Leistungs-Verhältnis, würde ich sagen. So sieht's aus, Top-Preis-Leistung. Und viele Leute sind da irgendwo an der Grenze und sagen, naja, da habe ich vorher vielleicht einen alten Lieferwagen gehabt oder sowas. Und das immer, habe ich früher übrigens auch gemacht, ganz tolle Erlebnisse damit und leg mir da Matratzen rein. Und irgendwann guckt man sich so ein Wohnmobil hier an und sagt, Mensch, das sind Preise, das könnten wir eigentlich auch machen. Und wenn ich jetzt von dann, ne? Mhm. Und so haben viele mal angefangen, ne? Und über eine Finanzierung ist das auch nicht so wild, ne? Das Ganze. Oder ihr habt auch die Möglichkeit, ihr habt ja auch Ahorn Rent. Das heißt, man muss das Fahrzeug nicht unbedingt kaufen, sondern kann sich's mieten, kann auch verschiedene Typen mal ausprobieren, um festzustellen, brauche ich jetzt ein Wohnmobil, reicht mir vielleicht ein Kastenwagen, wenn man ein Pärchen, ein junges Pärchen ist, das öfter mal unterwegs ist. Oder wie du mit Enkelkindern oder mit Kindern, ist natürlich ein Reisemobil schon eher die bessere Wahl, würde ich behaupten. Ja, man muss eben schauen, was möchte ich. Bin ich eher der Typ, der hier Städtereisen macht, dann ist der Kastenwagen vielleicht nicht schlecht. Da kann man auch mal in die Stadt rein. Mit den größeren, wobei der 690er noch geht, aber wir haben noch 7,50 Meter Fahrzeuge, da wird es dann schon mal schlecht mit dem Parkplatz. Da muss ich eher außerhalb bleiben und man muss eben wissen, was man möchte. Ne? Ja. Und ich bin eher der, der sagt, es kann nicht groß genug sein. Ja, da gibt es ja auch so eine Wohnung auf Rädern. Aber das größte Fahrzeug bei euch ist 7,50 Meter. 7,50 Meter, so ist es. Mhm. Und ihr habt auch ein neues System für die Schubladen in dem Modell, ja? Das heißt, es ist quasi eine Zentralverriegelung, mit dem ich die Schubladen einmal verriegeln kann und dann gehen die auch nicht mehr auf, ne? Gut, ich meine, die Zentralverriegelung haben wir schon länger jetzt, ist eine tolle Sache. Okay. Aber diese Führungsschienen sind andere, die sind viel stabiler und die Schublade lässt sich mit Softclose hier ranschieben und geht von selbst zu. Aha, ja. Gut. In der Küche sind wir, Kühlschrank gibt es natürlich auch, den wollen wir auch mal zeigen. Wir haben auch ein es ist ein überschaubares Gefrierfach, aber so für den Alltag reicht das, oder? Du als Camper? Auf jeden Fall. Also ich handhabe so, da ich meinen Kühlschrank so einen halben Tag vorher, bevor ich ihn brauche, anschließe, vorgekühlte Getränke und so weiter, Lebensmittel rein. Und wenn ich dann eben ankomme am Ziel und die Sonne scheint, Markise runter, Stühle raus, Tisch raus, Aperol Spritz. Ja, den gab es gestern Abend auch beim Gala-Abend. Der Kater steckt noch ein bisschen in den Knochen, muss ich sagen. Ja, also auch ich bin zum Frühstück gegangen, bin hinterher aufgewacht. Ja, und hier sieht man, wir haben entweder die Möglichkeit, zwei Einzelbetten oder man hat natürlich noch ein zusätzliches Polsterstück, um die Liegefläche noch mal bis hierhin zu erweitern. Da wird halt hier ein Brett montiert. Und es wird eingelegt, richtig. Mhm. Und wir haben eine Länge von etwa 1,90 Meter hier, ist ausreichend für normalen Menschen mit einer normalen Größe, ja. Und auch hier nochmal Stauraum, wo ist der Verschluss? Da ist er. Genau. Also auch sehr, sehr viel Platz, auch im Schlafbereich. Ja. Und hier noch zusätzliche Ablageflächen, sodass man auch im Schlafzimmer immer... Also
Wir merken, es ist jetzt, wir stehen gerade in der Toskana, die Sonne brennt, es wird warm in einem Auto, wie es bei allen so ist. Deswegen haben wir die Möglichkeit, in der hinteren oder in der vorderen Dachluke ein Turbo-Vent einzubauen. Ist ein Ventilator, der dann läuft. Der ist einigermaßen geräuscharm und verwirbelt die Luft ein wenig, aber ungekühlt. Wer es besser haben möchte, der baut sich eine Klimaanlage drauf oder lässt es viel mehr durch uns machen. Mhm. Und da kann man alles anwählen, was Herz begehrt an Temperaturen. Ne? Ja. Das ist natürlich eine angenehme Sache dann abends zum Schlafen gehen. Kann man auch Kühlschranktemperatur einstellen. Kann man machen. Gefrierhaus, jawohl. Und hier haben wir auch noch einen Durchgang zur Heckgarage. Das habe ich jetzt auch schon öfter gesehen. Und da sieht man auch die zusätzlichen Polster noch. Das heißt, man kann da, also eure Heckgarage hat natürlich von beiden Seiten Klappen, sodass man von beiden Seiten die Heckgarage erreichen kann, aber eben auch zusätzlich die Möglichkeit vom Innenraum. Es ist eben eine angenehme Sache, wenn das Geschirr gerade mal auf die Schnelle in der Bütte irgendwo verschwinden muss. Mhm. Und Heckklappe auf, rein und wieder zu und weg ist es. Ja, super. Oder was es ja auch gibt, wenn du einen Hund hast, dann kann der ja auch in der Heckgarage sein Reich haben, wenn er... Wobei die meisten Hunde werden wahrscheinlich auch im Bett schlafen, aber... Ja. Also wir bauen öfter auch mal ein Hundefenster an der Seitenklappe außen im Aufbau rein. Und es ist so ein Schiebefenster und dann kann auch der Hund sagen, die Strecke ist der Urlaub schon unterwegs. Ne? Ja, alles, was das Camperherz begehrt, ist schön, das auch mal aus der Campersicht zu sehen. Weil wir hatten schon Videos mit Vertrieblern. Und die zeigen natürlich eher so das Technische, die Neuerungen. Mhm. Aber es ist auch immer schön, wenn man so hört, wie der Alltag als Camper so ist. Ne? Besonders du als Opa mit Enkelkindern. Viel Trubel, aber wie du schon gesagt hast, für die Kinder ist das dann natürlich ein großes Highlight. So ist es, ein Riesenhighlight. Die haben Riesenspaß. Also vorausgesetzt natürlich, das Wetter stimmt. Wenn das Wetter nicht ganz stimmt, dann müssen wir uns nach innen rein verziehen. Dann wird es schon mal ein bisschen enger und lauter. Ja. Eventuell in einem kleinen Raum, aber da können wir leider nichts dran machen. Hast du so ein Lieblingsreiseziel oder also fahrt ihr immer an die gleiche Stelle? Oder es ist dann eben, es ist eben so, dass wenn man Wochenendtour macht, dann muss man auch ein bisschen den Radius beachten. Und wir nehmen dann so 150, 180 Kilometer. Von uns Speyer aus ist es die Mosel zum Beispiel. Mhm. Ganz toll mit den Weinbergen hinten dran. Und überall nette kleine Dörfchen. Und die Camper sind willkommen dort. Sehr gut. Ja. Gut, lass uns rausgehen, damit wir hier nicht noch... schmelzen oder gibt es noch irgendwas, was du uns zeigen möchtest? Ja, also was ich noch nicht gesagt habe, wir können hier einen Wechselrichter anbringen. Mhm. Der Wechselrichter ist dafür da, dass wenn ich mal autark stehe und keine 230 Volt Landstrom zur Verfügung habe, dann muss ich meine Batterie nutzen, irgendwie auf 230 Volt umformen. Mhm. Und das macht der Wechselrichter dann. Okay. Den können wir irgendwo anbauen, wo er hinpasst und... dann habe ich auch Strom für beispielsweise eine Kaffeemaschine. Kaffee ist ja ganz wichtig. Also ohne Kaffee ist man kein Mensch, wenn man aufsteht. Ja, das stimmt. Ja, und für die Frauen muss der Föhn funktionieren, ne? Zum Beispiel. Ja, wobei, also ich habe mir heute Morgen die Haare nicht geföhnt, weil es ist so warm, dass die Haare sowieso innerhalb von 10 Minuten trocken sind. Und es ist auch immer eine schöne Abkühlung, wenn man noch die Haare so ein bisschen nass hat und so ist es. Haare dann so ist es. In den Nacken fallen. Gut, ich bedanke mich ganz herzlich. Wir schauen mal noch rüber. Ich glaube, der Abbau ist soweit erledigt. Es stehen noch ein paar andere Fahrzeuge da. Und wann geht's für dich zurück? Für mich geht's morgen zurück um 14.40 Uhr Florenz Flugzeug. Ah, okay. Leider auch CO2. Ja, gut, wir reisen heute ab. Um 15.30 Uhr kommt Shuttle und bringt uns nach Pisa. Wir fliegen ab Pisa nach Frankfurt. Ja, und dann geht's in die Heimat, ins Saarland. Ja, morgen geht's wieder an die Arbeit. Es muss weitergehen. Ja, auf jeden Fall. Super, ich bedanke mich ganz herzlich für das Interview. Ja, vielen, vielen Dank auch. Und wünsche noch einen schönen Tag und eine schöne Rückreise. Ja, danke gleichfalls. Tschüss.